willkommen zur ersten Ausgabe bei den Brettspieltestern. Und hier am Spieltisch sitzen der Christian und die Michaela. Wir haben gespielt, ausprobiert das Spiel Bärenpark, erschienen bei Lookout Spiele. Das ist ein Spiel 2 bis 4 Spieler. Spielzeit wird angegeben mit 30 bis 45 Minuten und Alter ab 8 Jahre. Das Ganze kostet 32,49 €. Und von der Spielzeit her, also wir haben so alles gespielt zwischen 18 und 25 Minuten. Also 45 Minuten haben wir nie gebraucht, also sind immer unter 30 Minuten geblieben. Und für die Anleitung, die ist auch schön übersichtlich geschrieben, für die haben wir so eine Viertelstunde gebraucht. Wobei man sagen muss, wir haben nur zu zweit gespielt. Also, genau. Ob das Spiel sich verlängert durch 4 Spieler, ist nicht unwahrscheinlich, da man ab und zu in etwas kleine Grübelphasen kommt. Da kommen wir ja gleich bei der Erklärung nochmal dazu. Von daher, wenn man zu dritt, zu viert spielt, wird sich die Dauer, denke ich, mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde schon irgendwo einpendeln. Genau, der Autor ist Phil Walker Harding. Genau, das ist ein australischer Spielerfinder, der in Deutschland unter anderem bekannt ist für das Spiel Imhotep, Baumeister Ägyptens, das auch für das Spiel des Jahres nominiert war. Und Bärenpark hat auch schon eine Auszeichnung erwischt. Und zwar ist er vom österreichischen Spielepreis zum Spiel der Spiele ausgezeichnet worden. Ja, dann können wir erstmal erzählen, was Bärenpark überhaupt ist. Wir haben jetzt ja schon viel so rundherum erzählt. Bärenpark ist erstmal ganz grob gesagt ein Puzzlespiel. Vergleichen können wir das zum Beispiel mit Patchwork, ist ja auch erschienen bei Lookout Spiele, ist ein Spiel von Uwe Rosenberg. Oder Cottage Garden, bei Edition Spielwiese erschienen, auch ein Spiel von Uwe Rosenberg. Und wir puzzeln hier, wie bei den anderen Spielen, auch wieder Teile zusammen, nur diesmal einen Bärenpark. Und wir starten erstmal mit unserem Startplättchen. Da gibt es so verschiedene Eingänge, sage ich jetzt mal so. Gibt es auf Holländisch, auf Japanisch, auf Deutsch, auf Französisch. Gibt es Eingangsbereiche, das ist unser Startplättchen. Das legen wir als erstes vor uns aus. Und der Startspieler im Zwei-Personen-Spiel bekommt dann eine Toilette. Und der zweite, ja, hast recht. Der bekommt ein Toilettenplättchen. Genau. Und der zweite Spieler, der bekommt einen Spielplatz. Denn wir haben hier verschiedene Plättchen, die es zu verpuzzeln gilt auf den Plättchen. Und von der Legeregel ist es eigentlich ganz einfach. Man muss das erste Plättchen platzieren und dabei, wenn man dabei was abdeckt, darf man sich ein neues Plättchen nehmen. Zum Beispiel sind da weiße Zementlaster, sag ich jetzt mal, drauf. Dann darf man sich von den, wie nennen die sich nochmal, von den Tierhäusern was nehmen. Das sind die Tierhäuser, die weißen. Wenn man die grünen abdeckt, dann darf man sich ganz normal von den Grünanlagen was nehmen. Die bringen auch erstmal gar keine Punkte oder was heißt erstmal, auch am Spielende keine Punkte. Während die Tierhäuser, die haben da ja schon Punktzahlen aufgedeckt. Wenn man die bei sich verbaut hat, bekommt man am Spielende dafür die aufgedruckten Punktzahlen. Denn wie bei jedem Spiel geht es auch darum, Siegpunkte zu bekommen. Ja, und wie schon gesagt, das erste Plättchen kann man sich frei wählen, wenn man es hinlegt. Man überlegt dann aber doch ein bisschen am Anfang, wo man es hin platziert, weil das nächste Plättchen muss man dann nämlich angrenzend legen. Und zwar nicht über Eck, sondern man muss es entweder waagerecht oder senkrecht, also es muss mit einer Seite wirklich an ein bereits gelegtes Plättchen angrenzend gelegt werden. Und dann guckt man natürlich auch, dass man möglichst viele andere Sachen überbaut, damit man sich auch neue Plättchen holen kann. Denn wenn ich nichts überbaue, bekomme ich auch kein neues Plättchen. Dann gibt es noch so einen schönen Bautrupp, der damit drauf ist. Wenn ich den überbaue, dann kann ich mir eins von den neuen Außenanlagen nehmen. Die lege ich dann hin. Die darf ich nicht unterhalb meines Eingangs verbauen, sondern die darf ich nur neben oder oberhalb verbauen. Und da schaut man natürlich auch wieder, wie verbaue ich das? Denn wie will ich unter Umständen weiterbauen, um möglichst viel auch im nächsten Zug zu überbauen? Ja. Habe ich noch was vergessen? Nee, das hört sich gut an. Ja. Und so baut und baut man. Und wenn man ein Plättchen voll im Baut hat, man sieht hier auch noch, dass es so eine Baustelle gibt, die darf man nämlich nicht überbauen. Wenn alle Felder eines Spielplans, so nenne ich es jetzt mal, bebaut sind, dann, oder Parkgelände heißt das eigentlich, ist ein Parkgelände, dann bekommt man eine sogenannte Bärenstatue. Und man ist natürlich bemüht, das möglichst schnell alles zu bebauen, weil die erste Bärenstatue ist 16 wert. Im Zweierspiel geht es dann in 2 Schritten runter, 14, 12, 10 und so weiter. Je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, kommen auch noch unterschiedliche Plättchen ins Spiel. Und da muss man auch darauf achten, wenn man aufbaut, denn da ist ein kleiner Fehler passiert. Das kannst du ja mal erzählen. Ja, da hat sich der Koala eingeschlichen. Und zwar ist es so, dass normalerweise 8 Imbissbuden und 10 von den Spielplätzen da sein sollten, aber aufgedruckt sind 8 Spielplätze und 10 Imbissbuden. Und also wenn man alle Teile ausgestanzt hat, merkt man einfach, es passt nicht. Also sprich, es ist auf dem Spielplan
anders dargestellt, als es in der Anleitung ist. In der Anleitung ist es richtig. Es gibt da aber auch eine Korrektur auf Lookout auf der Homepage. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, da war irgendwie nur die Spielvariante, der Koala hat es versucht oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es tituliert war. Also bevor ich verstanden habe, dass genau diese PDF-Datei die Korrektur zu dem Spiel ist oder zu dem Fehler in dem Spiel, hat es ein bisschen gedauert. Das fand ich ein bisschen schwierig. Was aber richtig schwierig war, war das Tiefziehteil. Und zwar ist es folgendermaßen. Es gibt drei längere Brettchen, möchte ich es mal nennen, die man mit Ausstands, wo A, B, C drauf ist und wo so, die sind braun gehalten, da sind so kleine Bärentatzen drauf. Und wenn man das ganze Spiel soweit fertig hat, das ist wirklich viel Spielmaterial, viele Plättchen, die erstmal hingelegt werden, wo man verstehen muss, was bedeuten die überhaupt, bleiben diese drei Teile übrig. Und in der gesamten Anleitung findet man keinen Hinweis darauf, wofür diese Teile sind. Und auch auf der Homepage findet man keine Teile, wofür die sind. Und wenn man diese drei Teile, die sind alle unterschiedlich lang, haben auch unterschiedliche Nuten, versucht zusammenzupuzzeln, ergibt sich auch nichts. Also kein Dreieck und ein Viereck mit drei Teilen ist sowieso ein bisschen schwierig. Und nachher, als ich den Müll durchgegangen bin, also sprich das, was wir eigentlich alles wegschmeißen wollten, habe ich dann gesehen, dass auf einem von den Ausstandsteilen dargestellt ist, wie man diese drei Teile zusammenstecken muss, damit man aus dem Tiefziehteil eine gewisse Aufteilung machen kann. Ich weiß nicht, willst du es einmal kurz ins Bild halten? Habe ich schon gerade. Hast du schon? Wunderbar, sehr schön. Also da, das ist so ein kleiner Knopf, da muss man wirklich drauf kommen. Also ohne dieses Bild, wie man die zusammensteckt, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Das war schon ein bisschen krass. Was ich noch sagen wollte, eine Sache noch, und zwar hattest du gesagt, dass die Wertigkeit von den ausgelegten Tierhäusern auch unterschiedlich Nein, ist? Nein, habe ich nicht gesagt. Also es gibt ja vier verschiedene Arten. Es gibt Panda-Bären, es gibt Koala-Bären und so weiter. Und im Zwei-Personen-Spiel ist es so, dass es von jeder Sorte eben drei Häuschen gibt. Und da ist es dann so, dass das unterste Haus die wenigsten Punkte hatte, das oberste die meisten. Das heißt, auch da ist es so, je schneller man die Laster nutzt, um dann aus den Tierhäusern sich einzunehmen, umso höher ist auch die Wertigkeit, umso höher sind dann noch die Punkte, die man für dieses Gebäude bekommt. Genau, und die Außengehege, die man ja noch bauen kann, das ist der orangene Bagger, die kommen auch sehr selten vor. Man kann auch nicht, ich sag mal, Parkanlage bauen, sondern man darf maximal vier Plättchen nachher am Spielende haben, die man dann voll belegen kann. Und da sind dann, auf dem ersten ist schon mal gar kein orangener Bagger drauf. Auf den drei, die man sich dann dazu holt, ist jeweils einer drauf, sodass man also insgesamt nur drei Außengehege dann bekommt. Und auch diese Außengehege sind unterschiedlich von der Punktzahl hier. Ist wahrscheinlich auch so, je nachdem, wie das Plättchen wahrscheinlich platzierbar ist, vermutlich. Ja, wie komplizierter es ist von den Auswuchtungen her, von den Ausmaßen her, umso höher ist die Punktzahl, richtig. Je schwieriger man das einpuzzeln kann. Genau. Dann gibt es noch bei dem Spiel eine Variante, die ist auch gleich mit dabei. Die ist für erfahrene Spieler, die Auftragsplättchen. Wobei wir haben eigentlich nur das erste Spiel ohne Auftragsplättchen gespielt, danach immer mit. Die Spielzeit hat sich dadurch auch nicht verlängert. Das ist zum Beispiel, dass man von den Außengehegen drei verbaut hat. Und zwar müssen die dann angrenzend verbaut werden. Dann bekommt der erste jetzt in Zwei-Personen-Spiel 9 Punkte und der zweite dann 6 Punkte. Oder man die Imbissmeile, das sind von den Grünen, die Dreierplättchen, die lang. Wenn man da drei aneinandergrenzend in einer Reihe verbaut hat, bekommt der erste auch 9 Punkte und so weiter. Also es werden dann immer drei Aufträge ausgelegt und dann gibt es in zwei Personen jeweils zwei Auftragsplättchen, sodass jeder auch eins bekommen kann. Die Unterschiede sind dann auch nicht so hoch, also es sind dann 3 Punkte Unterschied, wenn man nur das zweite in dem Moment dann schafft. Ist nett und wir haben es, wie gesagt, nachher auch gar nicht mehr ohne gespielt. Wir haben es immer nur noch mit den Auftragsplättchen gespielt und ist, wie gesagt, auch nicht kompliziert. Ja, ich glaube, dann haben wir auch schon alles dazu alles gesagt. Dann genau. Können wir ja eigentlich zu einer Wertung kommen. Genau, richtig. Erste Ausgabe heißt kurz Wertungssystem erklären. Wir haben uns überlegt, wir machen eine Punkteskala von 1 bis 10. 1 ist dabei das Schlechteste, 10 ist das Beste. Und wir haben so für uns festgelegt, dass wir so sagen, also 1 wäre so ein Spiel, wo wir wirklich sagen würden, Finger weg, das sollten wir auf gar keinen Fall, oder das können wir nicht empfehlen, da sollte man sich auch sehr schwer überlegen, es zu kaufen. Ist eigentlich ein No-Go, es ist ein Not to have, nicht nice to have, sondern ein Not to have. Das geht dann eben aufwärts, sodass wir sagen würden, 5 wäre ein durchschnittliches Spiel, 7 sind wir schon bei einem guten Spiel und 10 ist ein Spiel, besser geht's nicht. Also wo wir wirklich sagen, das stimmt alles, das können wir von morgens bis abends und die halbe Nacht durchspielen, ohne dass uns langweilig wird. Das erfüllt genau das, was es soll, sei es in puncto Strategie oder sei es in puncto Familienspiele oder was auch immer. Das ist so die Wertung, die wir uns gedacht haben. Und die Michaela startet mit der ersten Wertung. Ich fange an. Ja, ladies first. Ja, also wie gesagt, es reiht sich hier ein in die Reihe der Puzzle-Spiele.
Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Auch nochmal ganz kurz gesagt, also ich habe mir in der Anleitung auch gesagt, Koalas sind zwar keine Bären, aber Beutetiere, aber jeder mag sie und deswegen nehmen sie sie in den Tierpark mit auf. Ja, also es ist ein schönes Puzzlespiel, grafisch nett gestaltet, spielt sich schön leicht runter. Die Anleitung ist einfach, eine Viertelstunde haben wir nur gebraucht für die Einarbeitungszeit. In der Anleitung ist gut bebildert, gut beschrieben alles. Man findet sehr leicht rein in das Spiel. Lustig fand ich, wie gesagt, dass wir so gescheitert sind an diesen drei Teilen, die übrig geblieben sind. Ich habe das aber gar nicht erst gesehen. Christian fragt, du sag mal, wofür ist das eigentlich? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich habe es mit ausgestanzt und den Rest habe ich erst mal weggeschmissen. Und dann stellte sich nachher hinaus und wir haben es auch so einfach nicht hingekriegt. Das fand ich schon lustig, war schon ein kleiner Lacher, dass wir an sowas gescheitert sind. Das aber nur mal am Rande. Ja, also man bekommt ja eigentlich immer eine Belohnung. Man muss immer gucken, wie puzzle ich am besten, welche Teile kann ich mir als nächstes besorgen. Möchte ich jetzt ganz gerne ein Tierhaus haben oder ein Außengehege? Welches Teil passt als nächstes? Auch von den Grünanlagen muss man natürlich auch aufpassen. Die sind natürlich auch begrenzt, da liegen ja nicht so viele aus. Irgendwann sind sie auch mal weg, genauso wie von den Tierhäusern und von den Außengehegen. Wenn dann das passende Teil weg ist, ist es dann natürlich ärgerlich, wenn man entsprechend gepuzzelt hat und das hätte genau reingepasst. Das ist auch so die Interaktion bei diesem Spiel, wobei es kam eigentlich jetzt selten vor, dass du mir einen Teil weggenommen hast. Ich glaube, ich hatte ein, zwei Mal, dass du einen Teil mir vorher weggenommen hast. Ich habe auch nie bei dir geguckt, wie du puzzelst und welches Teil könntest du noch puzzeln. Und ich brauche vielleicht eine andere Lücke oder ich baue dann doch anders, weil ich weiß, woraus das Teil. Also so viel Interaktion war jetzt nicht vorhanden. Wie gesagt, es ist jetzt für mich in dem Moment nur, wenn jetzt das Teil vorher weggebaut wird. Bei den Tierhäusern war es natürlich schon so, da hat man am Anfang versucht, das hast du ja auch ganz so an den ersten Spielen immer gemacht, gefühlt jedenfalls, dass du dir erstmal die mit den hohen Punkten geholt hast Natürlich. und die verbaut hast. Da habe ich in den ersten Spielen überhaupt nicht so richtig aufgepasst. Und bei den Außengehegen, die sind ja auch von den Punktzahlen unterschiedlich, aber da habe ich wirklich nie drauf geguckt, nehme ich jetzt eine hohe Punktzahl, da habe ich immer geguckt, welches Teil passt jetzt bei mir. Ja, ist ein nettes Puzzlespiel. Gefällt mir gut. Ich finde, es ist auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich und familientauglich. Einfach zu spielen, kurze Spielzeit. Und von daher bekommt das Spiel von mir 8 Punkte, weil es bei mir wirklich einen hohen Wiederspielreiz hat, obwohl ich das Spiel in den ganzen Partien, die wir gespielt haben, erst einmal gewonnen habe. Zweimal? Nee, Ich glaube, einmal. zweimal. Toto, Toto. Ja? Toto. Also bekommt von mir 8 Punkte und das bedeutet für uns ein sehr gutes Spiel. Also spiele ich sehr gerne wieder. Hole ich mir gerne auf den Tisch und abends auch mal so für 20 Minuten. Das tut einfach nicht weh. Ja, das tut nicht weh. Das ist eine schöne Überleitung. Das Spiel hat mir auch gut gefallen. Es ist ein schönes Familienspiel. Wobei Familienspiel, ich finde es immer ganz schick, wenn doch eine gewisse Interaktion einfach da ist. Sei es, man redet über irgendwas oder so. Das ist hier, sage ich mal, gar nicht gegeben. Auch dieses mit dem Wegschnappen, so ein bisschen kann man das schon machen. Ein bisschen habe ich es auch gemacht. Ist Ach, gut, wenn hast du Michaela nicht das gemacht? Du nicht hast so ein gemerkt hat. Spielglück, Doch hast ab nicht und zu mitgekriegt. habe ich, also Aha. gerade wenn so gewisse Plättchen wenig, also so selten wurden oder einfach nicht mehr vorhanden waren oder nicht mehr viele vorhanden waren, habe ich doch schon versucht, das zu forcieren, dass ich die bekomme. Siehst du, das ist der Beweis. Du bist nämlich der Fiesspieler von Nicht der uns Fiesspieler, ich beiden. bin Doch. der das Spiel gewinnt. So Nee, musst du das sehen. Fiesspieler. Wie sagt Herr Feld immer, die Downtime ist relativ gering. Also man merkt schon manchmal, dass, wenn man ein bisschen weiter rechnet, in Anführungszeichen, wie kann ich welches Teil, was noch da ist, irgendwie in meinem Park verbauen, da kann es schon mal dazu führen, dass vielleicht ein, zwei, 3 Minuten mal Stille herrscht, weil jemand sich konzentriert darüber Gedanken macht, wie er es denn setzen soll oder welche Plättchen er jetzt haben möchte. Aber das geht eigentlich. In der Zeit kann man auch selber schon seinen nächsten Spielzug planen. Also das ist sehr, sehr angenehm. Das ist, obwohl es ein Puzzlespiel ist, doch relativ wenig Zeit da ist, wo man nichts zu tun hat. Auch die Illustrationen sind ganz nett gemacht. Man kann eben nach den Farben gehen, man kann nach den einzelnen Tieren gehen. Also von daher, dass das passt alles. Als Familienspiel hat es mir gut gefallen, als Puzzlespiel auch. Als Strategiespiel, da ist einfach der Level zu niedrig für mich. Aber wie gesagt, wenn man es im Segment macht, Familienspiele, ist es wirklich ein schönes Spiel. Ich gehe nicht ganz so hoch in der Wertung. Für mich ist es ein gutes Spiel, das ich auch gerne mal wieder spielen werde. Aber so nach 5, 6, 7 Partien reicht es mir dann ehrlich gesagt auch. Und von daher vergebe ich 7 Punkte. Für mich ein gutes Spiel. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja alles gesagt, was gesagt werden sollte. Und dann können wir an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuhören. Genau, bis Viel zum nächsten Mal. Spaß beim selber ausprobieren. Ja, und bis zum nächsten Mal. Genau, und Tschüss. tschüss.